Und ich sage an diese Stelle, Freunde, dass wir eine kleine Pause einschalten, um gleich Joy ein bisschen näher kennenzulernen. Joy, die Gruppe ist ausgezeichnet. Ich möchte aber sagen, wir haben Gelegenheit, vor der Sendung anfing, ein bisschen zu plaudern. Und Sie sind gebürtige Deutsche, glaube ich, nicht wahr? Ja, ich komme aus Mannheim und bin in Mannheim geboren. Aha. Und wie lange singen Sie schon? Ich singe schon seit 8 Jahren und bin seit einem kurzen Jahr mit der Band zusammen. Ah, seit einem Jahr. Ja. Und die erste Platte ist bereits erschienen, diese Nummer, was wir gerade gehört haben, glaube ich. Jawohl, ja? Die erste Nummer ist bereits erschienen und für die nächste Zeit haben wir auch viele Fernsehshows und sind sehr busy. Sehr busy, dürfte ich, ja. Joy, sag mal, Joy Parker ist wohl keine deutsche Name. Wie kommt es her, dass Sie bereits mit einem englischen Namen anfangen praktisch? Ja, ich glaube, es ist auch besser, wenn man gleich anfängt mit einem internationalen Namen, weil das kann jeder besser aussprechen. Und es ist vielleicht besser, ja, oder? Nein? Doch, es ist gewiss so. Und wir müssen es ja leider zugeben, es ist die Ansicht heutzutage von den meisten Schallplattenproduzenten, obwohl in Deutschland oder Frankreich oder Italien oder sonst wo, wenn man in internationales Geschäft kommen will, muss man aus irgendeinem doofen Grund, was ich selbst noch nicht begreife, einen englischen Namen zulegen. Und in Ihrem Fall ist es wohl dasselbe, nicht wahr? Das ist eigentlich die Schuld von unserem Produzent. Der glaubt auch, dass es besser ist. Aha, und jetzt kommen die Fernsehsendungen im Ausland, ja? Jawohl. Ausgezeichnet, also Joy. Und alle Hit-Kids, wir wünschen euch alle toi, toi, toi. Der Sound ist wirklich dufte. Was singt ihr jetzt für uns? Die nächste Komposition ist eine eigene. Die hat unser Klaus Nagel geschrieben. What can I do without you? Hm. Was kann ich machen ohne dich? Komponiert von Klaus Nagel am Gitarre. Joy and the Hit-Kids. Viel Spaß!